Und ich will das auch nicht. Wenn der Stimmen Interesse an einem entwickelt, dann ist das der erste Schritt auf dem Weg dazu, dass einem die Haut abgezogen und in sein Zelt eingenäht wird. Erzählt mir über die Einheiten. Die Legion setzt sich hauptsächlich aus Steinschilden zusammen, den Baustein unseres Schildwalls. Die Eisenschreiter sind ausgebildete und effiziente Tötungsmaschinen, die hinter der Phalanx ausscheren, um mit den feindlichen Reihen zu wüten. Halbmondläufer sind die schnellfüßige, leichte Infanterie, die den Feind zu voreiligen Angriffen verleiten soll. Die Eingebundenen sind spezialisierte Speer- und Elite-Infanteristen. Dann gibt es da noch die Eisenwache, gestählt in der Schmiede des Krieges, gepanzert, um jeden Schlag zu überleben und mit überragenden Fähigkeiten ausgestattet. Die einzigen anderen Einheiten sind meine Erdhexen, die ehemaligen Zauberinnen von Karin, die Lawinen beschwören und für unsere Ziele den Zorn der Natur nutzbar machen. Ihr betrachtet die Südländer mit großer Strenge. Ach, erzählt. Ebs Augen leuchten vor Aufregung. Stinken wir, ist es unser Akzent. Die Legion hasst das Stufenvolk und macht diesen Hass zu einer Kunst. Nur was genau haben wir eigentlich gemacht, das solch eine Beleidigung darstellt? Der Süden hat sich so lange Kyros Überlegenheit mit vorsätzlicher Ignoranz widersetzt, dass sie meinen Respekt nicht verdient haben. Als der Rest des Reichs zu einer vereinten gemeinsamen Kultur zusammenwuchs, stellte sich das Stufenvolk stolz als eigenständig dar. Aus der Ferne betrachteten wir sie mit nichts anderem als Hohn. Alles, was ich in den Stufen sehe, bestätigt meine Vorurteile. Es gibt Gesetzlosigkeit, Verwahrlosung, Korruption. Alles, was der gepriesene Norden durch überragende Erziehung und Kultur ausgemerzt hat. Das siehst du nicht als Widerspruch, immerhin hast du dich gegen Kyros erhoben. Ich sehe Hoffnung und Potenzial. Diese Ort ist ungeformt und es ist unsere Pflicht, ihn angemessen zu gestalten. Ich sehe Hoffnung. Wow, Zorn bei Ash und bei den Geschmähten. Viel? Oh, wir sind schon auf Stufe 1. Bei der Verstrebung von Kyros Gesetz muss man kompromisslos sein. Nie darf man vergessen, dass wir schon allein aufgrund unserer Haltung auf dem Schlachtfeld im Recht sind. Man darf nicht zulassen, dass einem irgendwelche heuchlerische Werte des Südens die Meinung beschönigen. Es ist natürlich möglich, dass diese Stufenfolge in den Genuss der besten von Kyros Gaben kommt. Aber das wird Generationen von Prozessen und langfristige Auslöschung der Kultur bedeuten, wie wir sie kennen. In jedem Fall ein sinnvolles Unterfangen. Schön zu hören, dass der General das bestätigt. Das Stufenvolk ist von Natur aus trotzig und man müsste unsere Denkweise und Geflogenheiten schon für Generationen zum Schweigen bringen, um den Mut und die Beherrlichkeit aus unserem Blut zu waschen. Du hast dich mir unterworfen, also sei nicht so vorlaut. Sprich weiter, Gezeitenwirkerin. Du kannst dich zu deinen Freunden in einer der vielen Massengräber gesellen, mit denen das Reich übersät ist. Berbeck, das ist nur nötig. Epp hat lediglich ihre Meinung kundgetan. Wenn du ins Brunnen war der Beweis, dass Meinungen Gift sind. Ich möchte sie weder in dieser Gesellschaft noch in dieser Festung haben. Ein Jammer, dass wir uns darin nicht einig sind. Oh, ein bisschen Furcht bei Berbeck, naja. Haben die Geschmähten ihre eigenen Gesetze? Ich habe für unsere Legion einige besondere Verhaltensregeln aufgestellt. Wir haben keine Gesetze, wie man sie von Tun und Lehren kennt, aber jeder Soldat in der Legion ist sich meiner Erwartung an ihn bewusst. Die erste Regel, man muss die Legion in Gedanken und Taten ehren. Ich kann nicht zulassen, dass Gräueltaten oder Frevel meine ehrenwerten Lordländer beschämen. Ich erwarte, dass meine Soldaten Kyros Mandaten folgen und sich anständig verhalten. Die zweite Regel, ehre alle Eide in deinem Leben. Dies betrifft die Schwüre, die mir als Archont und Kyros als Oberherr geleistet wurden. Für die Soldaten der Geschmähten kann es keine formelle Eheschließung geben, damit sie keine höheren Verpflichtungen als das Militär kennen. Natürlich aber dürfen meine Soldaten Paare bilden und Nachwuchs zeugen, wenn sie es wünschen. Der Norden braucht Töchter und Söhne und ich würde meine Landsleute nicht zwingen, zwischen Familie und Loyalität wählen zu müssen. Die dritte und letzte Regel. Ehre dein Schild und deine Waffe. Die Wartung und Pflege von Waffen und Rüstung sind entscheidend für den Erfolg eines Soldaten auf dem Schlachtfeld.
Natürlich gibt es auch seltene Ausnahmen. Wie geht es dir unter deiner eisernen Schale, Sohn von Barrikon? Da ich unbetrachtet Barrick interessiert. Gut genug, General. Ich weiß, dass ich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte bin, aber ich kann meine Pflichten ausgezeichnet erfüllen. Wie du sagst, wie du sagst. Na, lass uns mal über was anderes sprechen. Erzählt mir etwas über euch selbst. Ich bin ein Familienmensch. Ich habe immer geglaubt, dass Kultur aus dem Erbe einer Familie und dem Respekt für die Angelegenheit wächst. In meinem langen Leben habe ich 4 Kinder gezeugt. Eshlowin, Priam, Amelia und Brennix. Mein Soldat, mich ein General, aber auch ein Vater. Ihm gehört mein Vertrauen und meine Liebe. Mehr habe ich nicht zu geben. Ich lebe schon länger auf Terratus als jeder andere Mensch und auf dieser Reise habe ich viel gelernt. Ich muss auch zugeben, dass ich ziemlich stur geworden bin. Meiner Meinung nach müssen Angelegenheiten auf eine bestimmte Weise erledigt werden und ich sehe keinen Grund, von diesen Ansichten abzuweichen, da sie das Ergebnis meiner Erfahrung sind. Erzählt mir was mal über Eshlowin. Meine erste und stolzeste Errungenschaft. Oh, wie stark sie war. Während der Eroberung des Nordreiches wurde sie vom Blut-Echo erschlagen, dem Verrückten, der einst den Titel Archont des Krieges beanspruchte. Später schlug ich ihm mit Eshlins zerbrochenem Schwert den Kopf von den Schultern. Minuten später schrie er immer noch. Ich vermisse sie bis heute. Hätte sie doch nur lang genug gelebt, um eine eigene Familie in diese Welt zu bringen. Stell dir mich nur als Großvater vor. Na, mit dem dicken Bart auf jeden Fall. Wer war Priam? Mein Sohn, der noch während des Lebens geboren wurde, das ich von meiner Zeit als Archont genoss. Er fiel einer verheerenden Krankheit zu Opfern, die der Archont des Verderbens Pocken verursacht hatte. Krankheiten waren nur eine von vielen Waffen, mit denen während der Eroberung des Nordens gekämpft wurde. Wäre er heute noch am Leben, würde er an meiner rechten Seite sitzen, da er ein weiser Berater und auch als Stratege seinen Jahren weit voraus war. Vielleicht war er sogar besser als ich. Damit hat seine Rebellion gegen Kyros ihn schon mal 2 Kinder gekostet, was ziemlich traurig ist. Was ist mit Amelia? Sie hat die sture Hartnäckigkeit ihres Vaters. Sie ist eine hervorragende Kämpferin, aber verwegener und begierig darauf, sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Ich habe diese Veranlagung in der Vergangenheit einen Riegel vorgeschoben, aber für ihr Wesen scheint sie so wichtig zu sein wie das Atmen selbst. Amelia, sie fehlt der Legion seit dem 2. Jahr der Eroberung. Nachdem ihre Vorausabteilung in die Tiefen des unbewachsenen Landes vorgedrungen war, verwirren wir den Kontakt zu ihr, Schicksalsbinder. Ich fürchte um sie, ich fürchte täglich um sie und nichts Genaues zu wissen, hat diesen Krieg für mich in einen Albtraum verwandelt. Brennix? Mein jüngster und liebtester Sohn. Er war voller Freude und Liebe, ein Soldat wie sein Vater und vom wilden Eifer für seine Landsleute beseelt. Seine Witze waren die allerschlimmsten. Leider wurde er aber bei Vendrinsbrunn gefangen genommen und starb später. Ich konnte sein Leben spüren, als es ausgelöscht wurde. Die Umstände dessen waren ungewöhnlich. Nicht die schnelle Gewalt, die durch eine Klinge oder einen Hammer entsteht. Du warst anwesend, als ich erfuhr, dass Nerads Stimme ihn getötet und meinen Jungen in die heulenden Hölle eines Wahnsinns gerissen hat. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Der Schmerz ist noch neu. Lass mich euch was anderes fragen. Ich wollte euch über die Rebellion gegen Kyros befragen. Dann fahrt fort. Wenn im Krieg vor der Familie zu sprechen, kann sich falsch anfühlen. Ich wünsche, wir wären gemeinsam zurück im Norden. Fangen wir mal über Kyros. Du tust gut daran, dich für unsere Geschichte zu interessieren, aber es besorgt mich, dass du dabei von Rebellion sprichst. Die Schlachten der Vergangenheit sind schon seit Jahrhunderten so kalt wie Eisen. Es ist eine fesselnde Geschichte, das ist Grund genug. Was? Mist. Wenn du das Abschlachten meiner Soldaten und ihr Unglück zu fesseln findest, solltest du wohl mit dem Scharlachroten Chor sprechen. Sie haben genügend Geschichten auf Lager, um deine Fantasien zu erfreuen. Das hat er jetzt in den falschen Hals gekriegt. Ich werde das in Erwägung ziehen, wenn auch nur, um deine Neugier zu befriedigen. Und es hinter mich zu bringen. Was willst du hören, wie ich Kyros Armee dezimierte, meine Region um norderländische Werte herum aufbaute oder eine gewisse Macht erlangte? Es stimmt, dass ich als Kriegsherr des Nordens viel erreicht habe, aber erst unter der Anleitung des Oberherrn begann mein Leben richtig.
Wen habt ihr während der Rebellion besiegt? Ich habe Blutverderben besiegt, den damaligen Archonten des Krieges, indem ich ihn in eine Falle lockte. Die Raserei der Jagd muss ihn so in Beschlag genommen haben, dass er eine kleine hastige Fehlleitung übersah. Er schlachtet in sich hinein und schüttelt den Kopf. Selbst die Hinrichtung dieses Feindes war nichts im Vergleich zum Sieg, den ich später erringen würde. Außerdem habe ich Nevads Stimmen besiegt. Der General strahlt vor Stolz. Seltsam, wenn man sich vorstellt, dass das vor vielen Jahren passiert ist und jetzt geht es schon wieder los. Meine Legion hätte den Schallachroten Chor fast zerstört, bis auch die Knochen blamiert sogar. Vermutlich legt der Archonte Geheimnisse noch immer die Wunden seines Stolzes. Ob er sich wohl anders an den Konflikt erinnern würde oder überhaupt, die Stimmen hatte ein langes Gedächtnis, aber eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Seine Soldaten sind so austauschbar und ungeliebt, wie es nur geht. Für Nevads Stimmen ist der eigene Stolz und Zufriedenheit viel wichtiger. Er ist clever genug, dass ihn nicht schwer treffen kann. Obwohl mir das anscheinend trotzdem gelungen ist. Wie war es, den Mantel des Archonten des Krieges zu übernehmen? Naja, anfangs war ich mir nicht bewusst, dass ich nun mehr Macht als in meiner vorherigen Position hatte. Jetzt scheint mir das offensichtlich, aber der Krieg tendiert dazu, solche Dinge zu verschleiern. Ich hatte keinerlei Wunsch oder Anspruch unter Kyros, eine solche Verantwortung anzunehmen. Ich brauchte Jahre, bis ich mit den Bedingungen meiner eigenen Kapitulation und Unterwerfung ins Reine gekommen war. Wenn ich aber für einen Titel in der ehrenhaften Hierarchie der Archonten vorgesehen war, so schien mir der Krieg eine angemessene Wahl zu sein. In Wahrheit sehe ich mich selbst eher als General und Vater. Erzählt mir eure Kämpfe gegen die Archonten. Wir gewannen viele Schlachten gegen die Archonten. Obwohl wir Nevads Stimmen am meisten Schaden zufügten, war er keinesfalls der einzige Archont, der unseren Schildwall angriff. Als der Archont der Entropie unsere Waffen stumpf werden ließ, kämpften wir mit Holz weiter. Als der Archont der Trau unseren Eifer schwächte, erholten wir uns mit Liedern über den Norden. Ich nahm ihre Offensiven auseinander, obwohl es mir an der Ausbildung oder Erfahrung eines Archonten fehlte. Das ist ohne Zweifel einer der Gründe, warum ich Kyros auserwählte, seinen Truppen beizutreten. Wie seid ihr an die Macht gekommen? Diese Geschichte ist mit der Rebellion selbst verbunden. Die inspirierte meine Soldaten stets zu Loyalität und Hingabe. Aber im Laufe der Jahre befand ich im Gegenzug schließlich Liebe für sie. Jeder Steinschritt ist mir so wichtig wie ein Blutsverwandter und zur Sicherung ihres Erfolgs würde ich alles Erdenkliche tun. Wie wir alle nur zu gut wissen, General. Barrick salutiert zackig. Als wir uns Kyros widersetzten, übten die Frauen und Männer meiner Legion härter, marschierten weiter und hielten mehr aus, als ich ihnen jemals beigebracht hatte. Wir waren unaufhaltsam. Diesen Fortschritt schrieben die Soldaten mir zu. Ich hatte ihnen mein ganzes Engagement gegeben und sie fühlten sich durch meine Gegenwart geschützt und gestärkt. Zuerst dachte ich noch, dass es lediglich in ihrer Natur liegen würde, sich von ihrem Anführer ermutigen zu lassen. Aber nein, sie fanden die Wahrheit zuerst heraus. Meint ihr eure Ägide? Gunst bei den Geschmähten und 16 Wissensskills. Du hast ja unter Eroberung eindeutig aufgepasst. Meine Ägide, wie man sie schließlich nannte, bedeckt meine loyalen Soldaten mit einem Schutzmantel. Dadurch haben sie die 10-fache Ausdauer und Koordination einer normalen Armee und auch tödliche Treffer stecken sie ohne Zwischenfälle weg. Zuerst schrieb ich die Leistung meiner Legion ihrer Ausbildung und Erziehung zu, aber schon bald wurde mir klar, dass etwas Größeres im Gange war. Vermutlich machte dies Kyros Interesse an mir noch stärker. In Übereinstimmung mit Turos Urteil ist die Macht eines Archonten etwas, das man entweder entwickeln oder ausmerzen muss. Sobald Kyros Truppen meinen Einfluss über meine Soldaten als offensichtliche Bedrohung ausgemacht hatten, fassten sie den Vorsatz, meinen Trotz ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Sie schickten uns jede Armee auf den Hals, die sie entbehren konnten, wodurch der Schallachrote Chor schließlich fast aufgerieben wurde. Schließlich wurde aber auch ich wie alle anderen Gegner besiegt. Was geschah als nächstes? Sie schleifen mich in Ketten zu Turons Gericht.
Unterwegs tötete ich ein Dutzend Wächter. Wenn man mich schon zum Vergnügen des Oberherrn in Ketten legte, wollte ich ihnen diese Demütigung wenigstens mit Glut vergelten. Als ich vor dem Richter kniete und die Kraft seines urteilenden Starrens spürte, beruhigte ich mich und aus Zorn wurde Angst.